Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Call. Heute mit unserem Freie Presse-Autoguru Christoph Ulrich. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo Sascha, hallo. Christoph, wir reden aus gegebenem Anlass über die deutsche Autoindustrie, die gerade heftige Verluste einfährt. Die wünscht sich eine Kaufprämie. Soll heißen, für den Käufer soll das Auto billiger werden und die Rechnung dafür bezahlt der Staat. Deine Prognose, kommt das so wie gewünscht? Naja, man kann da nie sicher sein in solchen politischen Prozessen. Es gab ja schon mal vor 10 Jahren eine Abwrackprämie. Das war damals eine teure Geschichte, vor allem auch, weil viel Bürokratie damit verbunden war. Und es war ja ein, wie soll man das sagen, das Kapitalvermögen wurde zerstört. Also da wurden ja Autos abgewrackt, die noch gut hätten 4 Jahre fahren können und dann hätte man sie noch nach Afrika verkauft. Also ich glaube, das kommt nicht wieder, so eine Abwrackprämie. Ob man eine andere Form findet, die Autos zu tauschen, das weiß ich nicht. Aber die Ministerpräsidenten der Autoländer haben ja konkrete Vorstellungen. Sie fordern ja 3.000 Euro, wenn man sich ein Auto kauft, ein Benziner oder Diesel wohlgemerkt. Mit dieser Technologie 6D Temp, der neuesten EU-Richtlinie. Gott, wenn, ich sag mal so, wenn man ungefähr das Niveau des letzten Jahres erreichen wollte, bei den Autoverkäufen müsste man 500.000 zusätzliche Autos verkaufen in Deutschland. Das wären also 1,5 Milliarden. Das hört sich gar nicht so viel an. Aber es ist natürlich auch Bürokratie mit verbunden. Und was macht man mit den Autos, die dann ja auf dem Hof der Autohändler stehen? Das ist halt die Frage, wo gehen die dann hin? Ich höre da schon eine große Skepsis. Ich höre da schon eine große Skepsis raus, Christoph. Wir kommen aber nachher noch dazu, was du persönlich von dem Ganzen hältst oder was du für sinnvoll hieltest. Mich würde erst nochmal interessieren, wir alle wissen, die Autolobby oder die Autoindustrie hat eine mächtige Lobby, die sehr laut sein kann, direkten Draht zu den Entscheidern im Land. Wie schlecht geht es denn der Autoindustrie wirklich? Naja, gut geht's hier nicht. Man muss sagen, letztes Jahr wurden in Deutschland 3,61 Millionen Autos neu zugelassen, Pkw. In diesem Jahr rechnen die Experten, dass es zwischen 2,8 und 2,9 Millionen sind. Das wären also 700.000 Autos weniger. Das ist schon eine Nummer. Also da kommen schon einige in Schwierigkeiten. Es ist aber so, dass die deutschen Autobauer wie BMW, Daimler und auch VW haben eigentlich noch ein ganz gutes Liquiditätspolster. Anderen geht es viel, viel schlechter. Also zum Beispiel General Motors in den USA oder Ford. Denen geht es wirklich schlimmer. Die nagen am Hungertuch. Aber man muss sehen, so ein Land wie Niedersachsen, schauen wir uns Wolfsburg an. Wolfsburg ist eine Stadt mit 130.000 Einwohnern etwa. Dort arbeiten über 60.000 im Volkswagen-Werk. Und das ist so viel wie Plauen Einwohner hat. Und da ist doch klar, dass die Ministerpräsidenten ihre, mal abgesehen davon, dass sie auch mit 25% beteiligt sind, der niedersächsische Staat, dass die da mitspielen und pokern. Aber wir müssen ja gar nicht bis nach Wolfsburg gucken im Zweifel. Auch in Sachsen ist die Automobilindustrie und sind die Zulieferer ein wichtiger Wirtschaftszweig, ne? Genau, bei uns sind ja durchaus über 80.000 Beschäftigte mit der Automobilindustrie verbunden. Und damit ist Sachsen auch ein Hotspot in dieser Branche. Okay, wir halten also fest, die Autoindustrie darbt wirklich. Welche Art der Förderung fändest du denn sinnvoll? Du hast vorhin schon so ein bisschen Zweifel anklingen lassen, ob das so gut ist, auch Verbrennungsmotoren mit so einer Kaufprämie oder Autos mit Verbrennungsmotor mit so einer Kaufprämie zu fördern. Wie wäre es mit einer Prämie nur für den Kauf von Elektroautos? Oder sagst du, im ganzen Land gibt es Branchen, denen es schlecht geht, die Autoindustrie kommt auch ohne Staatshilfe durch die Krise? Also ich würde so die These vertreten, die Elektroprämie gibt es ja schon. Man könnte die noch etwas aufstocken, weil man damit ja den Strukturwandel auch in der Automobilindustrie unterstützt. Und dann wäre aber wichtiger, dass der Staat lieber die Infrastruktur für die Elektroautos unterstützt, dass man
sinnvolle Investitionen in die Ladeinfrastruktur macht, ins 5G-Netz, ins Mobilfunknetz, das später auch die Elektroautos nutzen werden, für die Kommunikation untereinander. Und dass man sozusagen den technologischen Fortschritt ermöglicht und nicht auf alte Geschäftsmodelle wie Benziner oder Diesel setzt. Klare Meinung, Christoph. Vielen Dank. Wir lesen dazu auch von dir einen Leitartikel, den du heute geschrieben hast. Der steht später dann online, auch ein Hintergrund. Morgen auch alles in der gedruckten Zeitung, wie immer. Ich danke dir recht herzlich für deine interessanten und kompetenten Antworten. Bleib gesund, Christoph. Und wie gesagt, in irgendeinem Corona-Call reden wir nochmal über diese Wand hinter dir. Da musst du erklären, wo was steht. Ich habe heute mal einen Käfer hingestellt. Wir sehen ihn leider nicht, aber wir heben uns das fürs nächste Mal auf. Okay, die Geheimnisse von Christophs Bücher und Kisten und Ordnerwand. Genau. Wir sind gespannt darauf. Mach's gut, Christoph. Bis bald. Alles Gute dir. Ja. Ciao. Tschüss.